Xenakis hat die Orestie von Aeschylus auf knapp 60 Minuten komprimiert. Und durch diese Kompression treten ganz viele Schicksalsmomente ganz nah aneinander. Wir erleben die Rückkehr von Agamemnon, wie er aus dem Trojanischen Krieg zurückkommt, nach 10 Jahren seinen Palast wieder betritt, wo wir ja hier sind, im Innenhof seines Palastes. Wir lernen Cassandra kennen, die eine ganz lange Soloszene hat, quasi die längste Szene der Oper. He asks you to do things that most vocal composers don't ask you to do, and all at the same time trying to do it in a language that I have, which I have no concept. The hardest part is just figuring out what the lines mean. You know, he has curved lines, he has dotted lines, he has long straight lines that go up and down in the score. But then somehow, once you figure out the language, the musical language that the composer's using, all of a sudden the rest of it starts to make sense, and then it becomes easy after that, and then you start to think like he thinks, or like he may, or like you think he thought, and then you find a way to bring a human character to it. Das finde ich sehr toll, das aufzuführen und den Leuten vor allem mal zu zeigen, was wird ja nie gespielt. Wie Xenakis da ganz, ganz dramaturgisch genau die richtigen musikalischen Mittel gewählt hat, um diesen Stoff lebendig zu machen. Und ich denke, so eine Aufführung mit dieser Musik ist tatsächlich wie eine Beschwörung, wie ein Ritual, wie eine griechische Passion. Für mich ist es existenziell wichtig, dass man einmal in der Spielzeit sich auf großen Dimensionen mit einem Werk von heute auseinandersetzt. Es gibt relativ wenig Werke des zeitgenössischen Musiktheaters, die für Open Air geschrieben wurden. Und da das Regie-Team Hermann Hetzer ja die Idee hatte, das hier im Parkhaus zu machen, passt der Xenakis natürlich total hierher. Also zum einen birgt der Ort diese Grundmatrix, dass wir in einem Innenhof eines großen Gebäudes sind, den der Zuschauer durchaus leicht mit dem Palast von Agamemnon und Klytämnestra verbinden kann, aber von der Ausführung natürlich Backstage ist und dieser Palast in gewissem Maße auch verfallen ist. Und dann zu guter Letzt Athene, die in diese archaische Zivilisation eine neue Idee reinbringt, eine demokratische Partizipation. Und am Ende aber die große Frage bleibt, ist dieser demokratische Gedanke, den Athene mitbringt, tatsächlich tragfähig? Wird das fruchten? Und da stellen wir doch ein großes Fragezeichen dran. Wird man auch sehen, dass die Menschen, die diese Demokratie annehmen, das eigentlich nicht verstehen. Und es ist fragwürdig, ob das funktionieren wird.